Teilnehmer nehmen Aufstellung hinter dem Startauto. Start frei. Der Start zu unserem dritten, also zu unserem ersten Tagesbewerb beim dritten Anlauf ist nun freigegeben. Nun schaut es ein bisschen besser aus. Die Teilnehmer sind bereits alle bis auf Programm Nummer 4 hinter dem Startwagen. Sie kommen hier aus dem Messebogen heraus zur 2100 Meter Startmarke. Nun sind es noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab! Ums Kommando bemüht sich von innen gleich Calvados Cesaire. Außen kommt allerdings McDonald Venus, der um die Spitze pocht. Dahinter an dritter Position Attila Venus, während hier Speedias keine Position findet. In Führung Calvados Cesaire. Außen drückt McDonald Venus aufs Kommando, wird allerdings jetzt hinter Calvados Cesaire zurückgenommen. An der Innenkante Blackjack Venus vor Attila Venus. Celine Venus, die einen guten Rennverlauf hat. Dahinter Viva Venus vor Speedias. Und am Abschluss sehen wir hier Sedus. In Front, Calvados Cesaire. Außen wird jetzt da in dritter Spur Speedias gebracht. Dazwischen auch McDonald Venus. In Führung, Calvados Cesaire. Daneben McDonald Venus. Dahinter an dritter Position verweilt hier Speedias. Vor Attila Venus, Blackjack Venus, Celine Venus, Viva Venus und mit etwas Abstand Sedus. Die Teilnehmer das erste Mal hier im Schlussbogen. Hier wird Calvados Cesaire ein weiteres Mal von McDonald Venus attackiert. Innen Calvados Cesaire, außen steckt nun McDonald Venus doch den Kopf in Front. Dahinter an dritter Position Speedias vor Blackjack Venus, Attila Venus, unsere Favoritin Celine Venus. An der Innenkante Viva Venus und den Abschluss bietet nach wie vor Sedus. Eine Runde vor Schluss sehen wir hier McDonald Venus in Front. An zweiter Position Calvados Cesaire vor Blackjack Venus und Speedias, Attila Venus, Viva Venus und Celine Venus, während Sedus nach wie vor an letzter Stelle liegt. Alles nach wie vor ziemlich unverändert. In Führung McDonald Venus. Dann an zweiter Stelle Calvados Cesaire vor Speedias. Dann an der Innenkante Blackjack Venus vor Attila Venus, Viva Venus und Celine Venus, die jetzt zur Schlacht in die Schlacht geworfen wird. In Führung McDonald Venus in zweiter Position. Calvados Cesaire in dritter Spur. Kommt hier Celine Venus immer weiter, dazwischen auch Speedias. In Front, McDonald Venus, außen kommt nun Celine Venus mit Riesenschritten weiter. Celine Venus kommt an der Außenkante und stellt McDonald Venus schon zum Kampf. Celine Venus ist vorbei, an zweiter Stelle McDonald Venus, dann an dritter Stelle Speedias und ihnen noch Calvados Cesaire, von hinten kommt auch noch Sedus relativ flott auf. In Führung, Celine Venus geht hier einen ungefährdeten Sieg, dahinter an zweiter Stelle Speedias, dahinter kommt außen auch noch Sedus. Aber in Front ist Celine Venus, die hier leicht gewinnen kann. Celine Venus gewinnt vor Sedus und dritter wird Speedias. Der vorläufige Einlauf auf den ersten drei Plätzen lautet 7, 6,